Also, wir fangen mit der Caribbean-Palette an. Das ist die mit den kräftigen Farben. Ich benutze als erstes als Base sozusagen dieses intensive, auffällige, ja, fast Grasgrün. Aber vorab würde ich jetzt bei diesen Paletten empfehlen, Primer drunter. Ich nehme den von Urban Decay. Da tut es natürlich jeder andere auch. Es gibt auch eine Primer-Palette von Sleek. Da war ich auch mit mir am Kämpfen, ob ich die nicht noch mitbestelle, weil dann die Farben noch intensiver rauskommen. Ich meine, die sind schon sehr schön intensiv, aber kann ja nie schaden. Na, mal sehen, vielleicht kommt sie als nächstes Anschaffung noch mit dran. So, aber jetzt erstmal wieder zurück. Ich nehme den Urban Decay Primer, trage den hier auf dem aufs bewegliche Lid. Zwei Tupfen reichen schon. Und dann verteile ich mit dem Finger schnell übers bewegliche Lid und also komplett aufs Augenlid, das Ganze. So. Dann nehme ich den Hello Kitty MAC 239 Brush. Wie gesagt, das intensive Gras, fast Grasgrün von Sleek. Und tupfe das aufs ganze bewegliche Lid. Wie man wirklich sieht, ein sehr krasses Grün. Dann nehme ich den, na, falscher Pinsel, den Elf Contour Brush und nehme das Dunkelgrün aus der Palette. Das hat auch so Schimmerpartikel drin. Und male hier am äußersten Augenlid wie ein C oder ein V, ein seitliches, wie ihr wollt. Dann nehme ich nochmal diesen 239er von MAC. Womit wir auch das Grasgrün, nehme ich die andere Seite, nehme wieder das Dunkelgrün aus der Palette, tupfe hier noch dann sozusagen das, ihr habt ja ein C gemalt, dann ist ja in den Zwischenraum, tupft ihr zwischen unterem Lid und oberem Lid ein bisschen Grün. Bei diesem Grün müsst ihr aufpassen, wie ihr seht, das bröselt. Das ist ein bisschen blöd jetzt bei dem dunklen Grün. Das mache ich gleich mit Make-up-Reinigungstüchern ein bisschen weg, aber das bröselt ein bisschen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt in einem Taschentuch drunter halten. Dann bröselt es aufs Taschentuch. Ich habe jetzt keins zur Hand, deswegen muss ich es gleich wegmachen. Dann nehme ich MAC 222 und Fluffy Brush. Mein kleiner Hund heult. Falls ihr das hört, er wird nicht misshandelt, er will nur aufs Bett und kommt nicht drauf. So, weiter zum Make-up. Wieder das dunkle Grün drauf und zieht von hier außen bis zur Nase über dem Grasgrün einen Strich. Also schön verblenden alles zusammen. Dann nehmen wir nochmal den Contour Brush von e.l.f. Wieder das Dunkelgrün und gehen unter der Wasserlinie entlang und ziehen sozusagen einen Kajalstrich unter der Wasserlinie mit diesem Grün. So. Dann nehme ich Small Smudge Brush von e.l.f., so ein ganz, ganz dünner, und nehme
Ja, dieses weiß-cremefarbene als Highlighter hier im Innenauge. Ziehe das auch schön noch hier was mit rein. Nachnehmen. So, dann nehme ich den Sigma Eye Shading E55 und wechsle jetzt die Palette und nehme die mediterrane Palette, wollte schon Tablette sagen, und nehme hier dieses beige nude farbene. Und setze das unter den Augenbrauen. So wirkt das alles ein bisschen softer, nicht mehr ganz so hart. Ja, dann lasst mich raten, den MAC Kohl Pencil in Schwarz. Ich glaube, Smolder heißt der hier. Ja. Und gehe über die Wasserlinie damit. Also einen ganz normalen Kajalstrich. Dann nehme ich von Lancôme mein Liquid Liner. Ziehe oben am Wimpernkranz einen Lidstrich mit schönem Wing. Kann ruhig was dicker sein, weil es ja ein richtig kräftiges Make-up, da kann das ruhig ein kräftiger Lidstrich sein. Noch was nachnehmen, weil er ist schon fast leer, deswegen nimmt er nicht mehr so viel Farbe auf. Dann eine Wimpernzange. Schön die Wimpern ein bisschen curlen. Dann schön kräftig tuschen. Jetzt macht man einen ganz Randale, wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund hören werdet. Dann nehme ich den von Sleek, den Rose Gold. Nehme einen abgeschrägten Pinsel. Das ist der Sigma Large Angel Contour F40. Bisschen grinsen und dann schön in Kreisbewegung auftragen. Seht ihr mal, jetzt habe ich es doch vergessen wegzumachen. Ach ja. Gucken wir mal, ob ich es doch noch ein bisschen wegkriege, ohne jetzt alles zu zerstören. Naja.
Also ich würde euch raten, drunter ein Taschentuch zu halten, wenn ihr das Dunkelgrün benutzt, weil das bröselt. So, auf den Lippen habe ich jetzt nur noch ein Lipgloss, weil die Augen sind ja schon stark geschminkt. Da muss die Lippen jetzt nicht auch noch. Könnte man auch leicht wie ein Clown dann aussehen. Dann habe ich den Kiko genommen. Extra Volume Lip Gloss in der Farbe 16. Ist einfach nur so ein rosa glänzender Lipgloss. Das war dann auch schon wieder mein Make-up. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Dann möchte ich euch nochmal ganz schnell und ganz kurz auf das Gewinnspiel bei mir aufmerksam machen. Da könnt ihr tolle Kiko-Sachen gewinnen. Ich poste euch aber wieder den Link in die Infobox. Da findet ihr dann alle Informationen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 17.09. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.